Ja, dafür habe ich nicht genug Platz. Ich muss springen. Es ist der einzige Weg. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Lara, falls du mich hörst. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Unuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe.
Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Vielleicht können Sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Onuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Edsley erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Ich weiß. Dafür habe ich nicht genug Platz. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle 4 losbinden und niemand verdächtigt dich. 4? Waren bei der Mission nicht 5 Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Tja. Hoffentlich kommen sie frei. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Nochmals danke, Lara. Das hier ist enorm wichtig für die Zukunft von Paititi. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Thank you.
Ja. Hi, Champila Weed. Verflucht sollen sie sein. Willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kukul Khan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Poma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. Ich bin sicher, er lebt. Belluna, Belawit! Wie geht's? Was brauchst du? Ich bin immer bereit zum Handeln. Hallöchen. Siehst du etwas, das dir gefällt? Die Götter sind für uns. Komm wieder, wenn du mir etwas anzubieten hast. Komm bald wieder. Jean Petchbois? Dominguez hat Unuratu. Du solltest wachsam sein, Au. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Ha, schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie Dämonen kämpfen. So viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Kachebanu chik in topikonop. Chen humpel batelilut helbish nahe. Beishan in tuk. Inanu nukolov, malov. Yetel mishuts kansani lobi. Tzokili uhet, tantike. Beili kun uchulo. Hachwa helumbit. Dieses mit Seilen und Steinen verbundene Schilf dient als Kalender,
der üblicherweise ein Zyklus von 52 Jahren umfasst. Teni imesach inka ma utkan wantali una hakustal astial walin kimesach jo ma bejo ma bejo mendeskuts sahiste kupet zum jeden batesh kimiltan imbatel cha exte no tilil helshe. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Das ist nützlich. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weiter treiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir ins Gesicht? Du weißt, ich bin ehrlich. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, ruhe in Frieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher.
Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Hm? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult. Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg! Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde. Kukulkan gebot mir, mich der Priesterschaft anzuschließen. Die Götterwelt der Paitizianer ist ein Konglomerat verschiedener Kulturen. Ich muss ihre Rituale und ihren Glauben studieren, um herauszufinden, wie wir ihre eigenen Götter gegen sie einsetzen können. Jene, die über das Wasser kamen, sind unaufrichtig und intelligent. Ich zweifle nicht daran, dass die Stadt schon bald unter der Kontrolle von Kukulkan vereint sein wird. Eine weitere Gruppe Kinder ist per Dampfer aus Kahn unterwegs. Behaltet von den 10, die ich geschickt habe, bitte vor allem einen Jungen namens Amaru im Auge. Er ist von allen am vielversprechendsten, zeigt jedoch Anflüge von Missmut und beklagt sich häufig, er würde seinen Bruder vermissen. Ich schlage vor, dass ihr für ihn einen speziellen Lehrplan erstellt, sodass er zu beschäftigt ist, um Heimweh zu haben. Lange dunkle Schatten rücken näher.
Der Berg, schwarz wie die Nacht, ist in Trauer, als die blassen Fremden das kurze, aber enorm ertragreiche Leben von Kuyua Kapak beenden. Er, der sich diese Stadt in seinem Streben nach Größe aufgeladen und sie zu neuen Höhen geführt hatte, der um nichts anderes bat, als dass Inti ihm die Stirn wärme, während er arbeitete. In den Flüssen, auf den Feldern oder in der Ziegelei. Kuyua Kapak traf eine Vereinbarung mit den Fremden. Er opferte sich, damit wir weiterleben können. Frei, doch unter der neuen Herrschaft dieser Männer aus fernen Landen. Hey. Das ist Tonatiuh, der Sonnengott und Gebieter über den aztekischen Himmel, den sie Tollan nannten. Er war buchstäblich die Sonne selbst, genau genommen die fünfte, und herrschte nach dem Tod der vier Sonnen vor ihm über das fünfte Zeitalter. Die Azteken glaubten, ihm regelmäßig Opfer darbringen zu müssen, da er sich andernfalls weigern würde, über den Himmel zu ziehen. Er wurde, wenig überraschend, mit Adlern assoziiert und häufig in ihrem Gefieder dargestellt. Er trug dabei entweder Pfeile und Schilde oder speziell für Menschenopfer gefertigte Werkzeuge. Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle.